Wir haben den Jugendlichen das Erasmus Plus Programm vorgestellt. Es bietet ganz verschiedene Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, sei es in der Schulzeit oder auch in der Berufsausbildung. Das Programm steht allen Jugendlichen offen, also auch in ihrer Freizeit gibt es die Möglichkeit, sich unterstützt von der EU in freiwilligen Projekten zu engagieren. Wir vom Europäischen Verbraucherzentrum haben heute mit den Jugendlichen vor allem darüber gesprochen, was sie eben als Konsumenten für Rechte haben und was man eben als Konsument machen kann, wenn ich jetzt ein rechtliches grenzüberschreitendes Problem habe. Wir von Europa in Wien wollten den Jugendlichen heute zeigen, dass man überall in Wien Europa finden kann. Vom Europäischen Umweltbüro konnten den Jugendlichen hoffentlich das Interesse für europäische Umweltpolitik mitgeben. Und das hat den einfachen Grund, dass Umweltprobleme wie Verschmutzung der Flüsse, der Meere, wie Klimawandel nicht national, sondern international und europäisch sind.